Was sind die Vorteile einer Dividendenstrategie? Oder anders gefragt, was versprichst du dir davon, beispielsweise auch im Vergleich zu einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie? Das eine schließt das andere nicht aus. Und es ist immer die Frage, warum beteilige ich mich an einem Unternehmen? Wenn ich eine Aktie kaufe, um sie wieder zu verkaufen, bedeutet das ja im Prinzip, dass man sich aus einem gut laufenden Geschäft verabschiedet. Ich kaufe eine Aktie, ich schaue zu, wie sie 50% teurer wird und dann verkaufe ich sie wieder. Und dann habe ich ein Problem. Ich habe zwar Geld, aber ich habe dann kein Einkommen mehr, weil ich jetzt eine neue Aktie finden muss, die mir wieder irgendwo 50% Kurspotenzial verspricht. Wenn ich eine Dividende habe, dann ist das wie eine vermietete Wohnung, wo ich sage, ich kaufe diese Wohnung, ich vermiete sie und ich kriege jeden Monat am 1. eine feste Zahlung. Und da ist es dann auch völlig egal, ob die Wohnung gerade mal 20% im Wert gestiegen ist oder 10% im Wert gefallen ist. Ich gucke am 1. meines Monats aufs Konto und sage, der Mieter hat seine Miete überwiesen und das ist das, was mich primär interessiert. Also Dividenden bedeutet, das Unternehmen ist profitabel, das Unternehmen erwirtschaftet einen Gewinn, an diesem Gewinn beteiligt mich das Unternehmen. Und wenn das in Zukunft auch so ist, warum soll ich mich dann von dieser Aktie verabschieden? Dann beteilige ich mich eben an dieser Firma längerfristig und alle 90 Tage kassiere ich einfach das Geld dafür, was dann eben auch am Ende dazu führt, dass ich irgendwann meine komplette Investition wieder zurückhabe. Aber ich habe die Aktie noch. Ich muss mir nur einmal Gedanken darüber machen, wirklich ein gesundes, werthaltiges, im Wert steigendes, profitables Unternehmen zu kaufen. Ich muss selber gar keins gründen, weil davon gibt es an den Börsen mittlerweile 15.000 Stück in Amerika und ich kann mir die Aktien aussuchen, die mir gefallen. Und dann kann ich einfach alle 90 Tage darauf warten, dass ich meinen Scheck bekomme. Kurze Zwischenfrage. Du sprichst immer von 90 Tagen. Kannst du kurz dem deutschen Anleger erklären, wo die Unterschiede liegen zwischen Dividendenausschüttung einer deutschen Aktie und Dividendenausschüttung einer amerikanischen Aktie beispielsweise? Ja, absolut. Die Amerikaner schütten in der Regel viermal im Jahr Dividende aus. Das heißt, man kriegt alle 90 Tage eine Dividende überwiesen. Es gibt Unternehmen, die schütten sogar jeden Monat Dividenden aus. Und ich habe sogar Aktien im Depot, die schütten 14 Mal im Jahr Dividende aus, weil es außer den Monatsdividenden auch noch zweimal im Jahr eine Bonusdividende gibt. Und damit hat man eben einen regelmäßigen Einkommensstrom. Wenn man so will, deswegen nenne ich die Strategie auch Zahltagsstrategie, weil mit jeder einzelnen Aktie ich schon mal vier Zahltage habe. Und wenn ich jetzt fünf Aktien habe und jede Aktie schüttet viermal im Jahr Dividende aus, dann habe ich schon 20 zusätzliche Zahltage im Jahr, wo ich einfach sage, ich kann nicht nur einmal im Monat mein Gehalt kassieren, sondern ich kassiere es eben dann zweimal, dreimal, viermal im Monat. Und je mehr Aktien ich mir ins Depot packe, desto mehr Zahltage habe ich dann halt auch.